Heute sprechen wir einmal über den Sturm und Drang. Der Sturm und Drang verläuft etwa während der Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, was ein Länderbund verschiedenster deutscher Kleinstaaten war, die sich zu einer großen Megamacht zusammengeschlossen hatten. Deswegen konnten auch verschiedenste Autoren von anderen Kleinstaaten in andere flüchten, wenn zum Beispiel ein Graf sie unter Beobachtung hatte. Andere geschichtliche Ereignisse während der Epoche waren zum Beispiel der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der während der gesamten Epoche verlief, die französische Revolution, die aber erst nach der Epoche entbrannte, aber auch kulturell eine große Wirkung hatte. Anderweitig war es eine Epoche im Umbruch großer Nationen. Die verschiedenen Klassen machten sich immer unabhängiger von den Monarchen und verlangten ihre Rechte, was die späteren philosophischen und künstlerischen Errungenschaften in späteren Epochen weiterhin befeuerte. Da wir das geklärt haben, geht es nun weiter zur historischen Einordnung und was der Sturm und Drang eigentlich ist. Was ist Sturm und Drang? Sturm und Drang ist eine Strömung exklusiv zur deutschen Literatur in der Epoche der Aufklärung, in den Jahren 1765 bis 1785. Die Epoche in der Epoche beschränkt sich auf nur wenige Autoren. Der Start der Epoche wird generell mit dem Stück von Johann Gottfried Herder, Fragmenten über die neuere deutsche Literatur, 1776 begonnen. Das Ende wird dann im Jahr 1784 zugerechnet mit Friedrich Schillers Kabale und Liebe. Die Epoche fand ihren Namen, als der Schweizer Christoph Kaufmann das Stück von Friedrich Maximilian Klinger Wirrwarr von 1776 in Sturm und Drang umbenannte. Die politische Lage während der Epoche ist gleich wie zur Zeit der Aufklärung, da diese zeitgleich verlaufen. Prägend waren die Reformen der damaligen Absolutistenherrscher, die einen aufgeklärten Absolutismus führten. Dennoch fanden die jungen Autoren des Sturm und Dranges die sozialen Reformen nicht für ausreichend. Merkmale und Leitgedanke, Literatur der Epoche. Die allgemeine Literatur des Sturm und Dranges war auf die Emotionen der Menschen konzentriert und nicht wie die Aufklärung, die die Vernunft im Fokus hielt. So werden viele Werke erstellt, die mit viel Emotionen und bildlichen, gefühlvollen Worten aus der Masse herausstachen. Angefacht wurde das durch die Werke von Jean-Jacques Rousseau, der beispielsweise in seinem Werk Julie ou la Nouvelle Héloïse von 1761 eine gefühlvolle und empfindsame Ehe in seinen Szenen beschrieb. Rousseaus Werke waren genau das, auf was die europäische Geisteswelt gewartet hatte, die die Vernunft nicht mehr als einzige Qualität der Menschen sah. Sie legten ein neues Bild der Menschen nieder. Im Gegensatz zu den Aufklärern, sie fühlten sich von Rousseau bestätigt, dass jeder Mensch Gefühle hat und diese einfordern darf. Vordenker des Sturm und Dranges war Johann Georg Hamann, 1730 bis 1788, der als erster den Geniebegriff verwendete. Der Begriff beschreibt eine Leitidee und Paradigma, das die Epoche prägte. Hamann, der den Beinamen Magus des Nordens trug, entging damit der rationalen Aufklärung. Sein Beiname deutet auf seinen irrationalen Sprachstil hin. Johann Gottfried Herder, 1744 bis 1803, war Schüler Hamanns, der dessen Geniebegriff übernahm. Er war Pfarrer in Riga, bis er dort dann schon nach 5 Jahren aufhörte, um Reisen zu unternehmen. Er veröffentlichte dann Journal meiner Reisen im Jahre 1769. Darin stellte sich ein Individuum in den Mittelpunkt, das sich von den gesellschaftlichen Normen absagte und nur auf seine eigenen Erfahrungen baute. Herder lebte ein vielbewegtes Leben, in dem er Lessing kennenlernte, Goethe in Straßburg traf, den für Jahre als Schüler hatte. Herder ging davon aus, dass jedes Volk eine eigene Kultur besäß und dass die Kultur der anderen gleichwertig sind. Damit lehnte er impliziert die Nachahmung anderer Kulturen ab. Damit ist gemeint, dass man sich auf die nationale Kultur konzentrieren soll, seine Wurzeln dort zu finden, die mittelalterliche Dichtung und die Volkspoesie zu entdecken. Goethe wurde davon stark beeinflusst. Er pries zum Beispiel deutsche Baukunst und machte eine Figur aus den Bauernkriegern zu seinem Hauptcharakter. Die Autoren des Sturm und Drang waren von einem ganz bestimmten Motiv angetan, das des Originalgenies. Es beschreibt eine Persönlichkeit, die autonom und nur sich selbst verantwortlich ist. Meist wurde diese Person in das Mittelalter projiziert. Es schien einen Ausweg aus der Enge des Absolutismus zu bieten. Die Autoren selbst verstanden sich auch als solche Genies. Und somit konnten sie sich aus dieser übergeordneten Position erlauben, Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu üben. Als Vorbild für die Stürmer und Dränger galt William Shakespeare, dessen Werke die Volkspoesie am besten verkörperten.
Auch hatten gefälschte Lieder von dem altgälischen Barden Ossian viel Einfluss auf dies. Gefälscht wurden diese von James Macpherson 1736 bis 1796. Unter diesem Einfluss schrieb Schiller viele seiner Werke. Schiller, unter dem Einfluss von Goethe, begann sehr früh seine Dichterkarriere. Er begann nach seinem Studium zu schreiben. Er verfasste mit nur 21 Jahren das Schauspiel Die Räuber, welches das Fürstentum unter Kritik stellte, und aus Angst floh er dann nach Mannheim. Literarische Gattungen und Formen. Die am meisten benutzte Form der Literatur ist das Drama, anknüpfend an die Sozialkritik der Aufklärung. Steigerten Autoren wie Goethe, Lenz, Leisowitz und Schiller den Willen zu radikalen Veränderungen zusätzlich zur Sozialkritik. Freiheit des Individuums war auch ein sehr großes Thema des Sturm und Dranges, die besonders im Drama thematisiert wurde. Um dieses zu erreichen, brauchte es einen konsequenten Bruch mit den herkömmlichen literarischen Formen. Die gegebenen Formen des bürgerlichen Trauerspiels waren ihnen nicht genug. So wurden Vorbilder wie William Shakespeare in der volkstümlichen mittelalten Literatur gefunden, dessen Werke mit seiner Regellosigkeit die bisher etablierten Gebiete sprengte. Kraftausdrücke, Wortneuschöpfung und volkstümliche Wendungen, in Klammern aka Umgangssprache, waren für die Autoren und ihre Charaktere gerade recht. Sie sprechen auch Themen an, an die andere Autoren sich nicht rantrauten. Beispielsweise Kindesmord, Probleme, Geschlechtermoral, Liebe über die verschiedenen Stände hinweg oder das Genie, das an sozialen Widrigkeiten scheitert. Die vorwiegende Lyrik des Sturm und Dranges ist die Erlittenslyrik. Auch hier dominiert das Genie. Es wurden alte Formen der Lyrik abgelehnt, beispielsweise das Sonett, um zwangfreie Lyrik zu schaffen. Die Autoren thematisierten nicht mehr allgemein menschliche Probleme wie damals im Barock. Das schuf viele gefühlsstarke Liebesgedichte, die mit gesteigerter Empfindung durch die freien Rhythmen mehr Ausdruck gaben. Eine Mischform dieser war die Ballade, die epische, lyrische und dramatische Elemente trugen. Goethe nannte es das Urei der Dichtung. Epische Formen wurden seltener in der Epoche geschrieben, da sie nur sehr kurzlebig war. Pinger Heinbund. Da Sturm und Drang im Grunde eine rebellische Bewegung gegen die Aufklärung war, mit ihrer trockenen, realistischen Art, gab es auch einen Bund von Autoren, die sich die Form des Sturm und Drangs hingaben. Das war der Göttinger Hainbund, in den sich Autoren aus Nord- und Süddeutschland einfanden und sich in ihren Gefühlen hingaben. Mitglieder waren Johann Heinrich Voss, Johann Martin Miller, Friedrich Leopold, Christian Stolberg, Ludwig Heinrich Christoph Hölty. Die Gruppe löste sich auf, da die jeweiligen Autoren sich weiterentwickelten. Stolberg und Leopold sind zum Beispiel auch in der Romantik wiederzufinden. Verschiedene Autoren und ihre Werke. Johann Wolfgang Goethe von 1749 bis 1832. Bekannte Werke aus dem Sturm und Drang sind Prometheus, Götz von Berlichingen, Die Leid des jungen Werthers. Dann einmal Friedrich Maximilian Reinhold Lenz, 1752 bis 1831. Bekannte Werke von ihm. Das leidende Weib, Sturm und Drang, Die Zwillinge. Dann Friedrich Schiller von 1759 bis 1805. Von ihm sind bekannte Werke Die Räuber, Kabale und Liebe, An die Freude von Johann Gottfried Herder 1744 bis 1803. Bekannte Werke sind von ihm Hinte über die neuere deutsche Literatur, Journal meiner Reisen im Jahre Volkslieder und von deutscher Art und Kunst Einige fließende Blätter. Die Bildbeschreibung: Schiffbruch bei stürmischer See von Claude Joseph Vernet. Das Bild wurde vom Künstler im Jahre 1773 veröffentlicht und hängt nach meinen Kenntnissen in der National Gallery of Art in Washington DC aus. Und nun zur Bildbeschreibung. Auf der linken Seite sieht man einen Steinkliff, an dem die Gischt hochspritzt. Auf dem Kliff sitzt ein Baum mit einem abgebrochenen Ast. Am Fuße der Steinküste sieht man mehrere Menschen, die Ladung von einem gesunkenen Schiff retten und anderen helfen, aus den Wellen zu retten. Im Hintergrund sieht man ein Schiff mit starker Schlagseite, das auch gegen die Wellen kämpft. Ein anderes Schiff, nahe einer Festung, die auch auf den Klippen sitzt, hat eine stabilere Position. Die Wolken tun sich gerade auf und die Sonne scheint auf eine Hafenstadt ganz weit hinten im Bild. Im vorderen Teil des Bildes befinden sich immer noch viele dunkle Wolken mit einem Loch in der Wolkendecke.
Rechts neben dem Schiff mit der starken Schlagseite blitzt es und man sieht ganz weit hinten noch ein kleines weiteres Schiff, das gegen die Wellen kämpft. Das Bild, obwohl es so eine bedrückende und eher tragische Szene darstellt, ist ein sehr schönes Bild. Es vermittelt eine epische Situation und es unterstreicht eine Dringlichkeit von den Menschen, die dort abgebildet sind, die ihre Ladung und anderen Mitüberlebenden retten. Ich habe dieses Bild gewählt, da es zu dieser Zeit des Sturm und Drang gemalt wurde. Das Bild selber hat keine Verbindung mit der Epoche, wie es eigentlich kein anderes Bild gibt, denn es gibt keine dedizierte Kunst zu dieser Epoche. Aber der Sturm und Drang wird gerne mit Bildern von Stürmen auf See untermalt. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen.